hallo. Herzlich willkommen zum netzpolitischen Abend, der 18. Und das erste, allererste Mal in Linz. Das ist jetzt... Ach, Entschuldigung! Gott sei Dank sind wir nicht live. Okay, herzlich willkommen. Das erste Mal, allererste Mal in St. Pölten, weil Linz, weil... Es ist vielleicht das zweite Mal erst auf Tour, weil er war bereits einmal in Linz. Nämlich gerade der 9. netzpolitische Abend, witzigerweise. Jetzt haben wir den 18. und sind in St. Pölten. Nämlich, was ist der netzpolitische Abend? Es ist ein relativ loses Netzwerk an Engagierten zu, rund um dieses Thema in verschiedensten Schwerpunkten. Und es findet normalerweise, ist der netzpolitische Abend eine Veranstaltung, die seit jetzt knapp 2 Jahren, jeden Dezember, jeden ersten Donnerstag im Monat stattfindet und im Dezember vor 2 Jahren begonnen hat. Genau, und aus diesem Netzwerk heraus kommen dann immer gewisse Vorträge. Ja, bedanke mich da beim MetaLab, dass wir da normalerweise sehr viel im MetaLab sein dürfen. Freue mich aber auch, dass es auch so Ausnahmen geben darf und vielleicht machen wir das ja wieder mal. Ja. Ja, dann machen wir es kurz, oder? Habe ich das vergessen? Ich glaube nicht. Also alles Wichtige gesagt. Wir dürfen da an der FH St. Pölten sein, das ist ja auch wunderbar. Und ja, wir haben heute 3 vortragende Damen, nämlich Kerstin Blumenstein von der Fachhochschule St. Pölten. Martina Mara vom Ars Electronica Future Lab aus Linz, wieder Linz, und Maria Grandl von der TU Graz. Die Themen werden Sie euch dann selbst sagen. Ich finde es recht schön, dass wir erst einmal wieder mal 3 Damen haben, das haben wir eh auch öfter. Aber was ich noch besser finde eigentlich, ist, dass eine aus Graz, eine aus St. Pölten und eine aus Linz kommt und wir keine Wienerin hier. Also wir dezentralisieren jetzt immer ein bisschen. Und ja, genau. Und so übergebe ich jetzt einfach an die Kerstin. Das Programm läuft so ab. Wir machen die 3 Vortragenden. Nach jeder Vortragenden dürfen gerne Publikumsfragen gestellt werden. So ungefähr 3. Aber schauen wir, was kommt. Und danach gibt es noch, reiche ich noch gerne das Mikrofon weiter für ein Open Mic. Wer eine Ankündigung zu machen hat, gerne. Ja. Man darf einfach kurz in die Hand heben und sagen, ich habe es anzukündigen, dann und dann findet etwas statt oder ich lade ein für etwas anderes oder wie auch immer. Das ist Open Mic, jeder kann sich melden. Genau, und dann werden wir schauen, wie wir das ausklingen lassen. Also freue mich sehr, dass ihr wieder alle noch da seid und übergebe an die Kerstin, die passt.